So, da bin ich wieder. Starte eine neue Aufnahme. Und ja, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ja, wir haben da gebaut, alles klar. Ich habe mir gleich mal überlegt, Sand abzubauen. Ah, jetzt leckt's gerade. Tut mir leid. Das musste sein. Ja, ich bin gut drauf. Es ist Wochenende. Ich kann Let's Playen. Ich kann Two and a Half Men gucken. Ich kann Hausaufgaben für den Montag machen. Das macht Spaß. Yippie. Gut, alles klar. Hier Zeug abfällen. Da wollte ich einen Glaskasten drumherum machen. Ist ja schon relativ viel gewachsen. Das heißt relativ verdammt viel gewachsen, würde ich mal sagen. Und ja, da mache ich mir dann das ein Dingsbums hier, ne? Gut, verstanden. Oh, es wird schon Nacht. Ja, das ist allerdings geil. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh nein. Hundi, hier, willst du einen Knochen? Nee. Ja, hier, setz dich da rein. Genau, bleib da. Hm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt pennen. Ja, wir schlafen wie schon vorher gesagt, immer hier unten, weil anfangs da oben Skelette gespawnt sind im Haus, trotz allem. Ich weiß, woran es liegt, bin jetzt aber zu faul, alles umzubauen. Deswegen machen wir einfach standardmäßig weiter, so wie wir das bis jetzt gemacht haben. Bauen dann später den Turm hier weiter. Ja, zack. So. Gut, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Das gleich mal einschmelzen. Zu Glas. Geil, nicht mal mehr Kohle haben wir da. Verdammt. Da hilft nur eins. Erstmal ab in die Mine. Oder wir gehen wirklich mal da oben gucken, ob wir da vielleicht. Moment. Easy, gut. Ich wollte nur überprüfen. Ja. Da haben wir gebaut. Geradewegs nach unten. Einfach spontan. Ach Mann, ey, ich bin so bescheuert. Ja, stimmt, ihr seht ja jetzt nichts. Moment. Ja, so ist besser. Noch mal eins hinhauen. Da, da, da. Ich baue jetzt einfach so lange so weiter runter, bis ich auf irgendwas stoße. Auch wenn es dann im Endeffekt nur Bedrock ist. Oder, Moment, wir können ja mal, oder ich spreche jetzt nicht mehr aus der Wir-Perspektive. Y34. Okay, wir sind noch. Und da habe ich schon wieder. Ach. Ich bin noch sehr weit oben, meine ich. Oder ist es richtig, aus der Wir-Perspektive zu sprechen? Ist das Wir-Perspektive? Perspektive? Keine Ahnung. Egal.
Ja, mal sehen, wie viele Uploads wir jetzt in der Zeit haben. Also mit wir meine ich diesmal unseren Channel. Jetzt, also ich meine jetzt in der Zeit, in der ich das hochlade. So, ich baue mir hier einfach mal alles raus. Schön. Hier ist nichts und da geht die Spitzhacke kaputt. Naja. Hier gleich mal weitermachen. Ja. Gut, 18 Kohle haben wir. Ich. Mann, 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 ich muss mir das echt abgewöhnen. Ich bin wie Gollum, der hat auch immer aus der Wir-Perspektive gesprochen. Und ich frage mich immer noch, ob es Perspektive heißt. Alles klar. Gerade leckt es bei mir. Moment mal. Ja, hier werde ich dann noch ein Haus drumherum bauen. Moment mal, da ist diese Menüeinstellung. Ich frage mich echt, was die bringen soll. Ich probiere es mal aus. Ey, spielt sich flüssiger. Ich weiß nicht warum, aber es spielt sich tatsächlich irgendwie direkter. Moment, nochmal der Vergleich. Also, wenn ich jetzt so spiele, spielt es sich genauso wie eben. Ich lasse es aus. War nämlich vorher auch nicht da die Einstellung. Ich denke mal, so viel wird es nicht bringen. Oder? Moment. Na, egal. Ich will mir jetzt hier oben. Ah, warte mal, das ist Kohle. Kohle. Bin echt so bescheuert. Alter. Okay. Moment. Eine Brücke aus Dingens. Hier. Dort. Ja. Erstmal Kohle sammeln, so wie sich das gehört. Damit wir Zeug schmelzen können. Jawohl. Boom. 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 Epischer Abbausound. Keine Ahnung, ob irgendjemand überhaupt alles verfolgt hat bis jetzt. Das würde mich mal interessieren. Ob es da jemanden gibt, der das echt durchhält. Oder ob der gelangweilt ist. Der wohl berühmteste Minecraft-Let's Player. Wer kennt ihn nicht? Als Minecraft-Fan. Gronkh macht ja immer so Playlists rein. Die Idee hatte ich auch schon. Also ich meine, ich möchte es nur sagen, weil es bringt einfach mehr Spannung in das Let's Play.
Aber dann gibt es ja Leute, die sagen sich, sobald da irgendwie was gemacht wird, was Gronkh vielleicht auch macht, ja, das hast du von Gronkh geklaut. Gibt es ja. Heilige Scheiße, zieht euch das mal rein. Da hinten ist unser Haus. Geil. Hier mache ich mir mal ein Dings hin, irgendwann ein Haus. Weil das ist wirklich geil. Saugeil auf jeden Fall. Die Map gefällt mir richtig. Und ich hack hier schon mal.